Willkommen an den Geräten zu Hause. Wir sind hier im Schneegestöber unterwegs und haben uns den Umständen entsprechend ein bisschen weiter weg gewagt, um halt eben nicht mit so vielen Menschen unterwegs zu sein. Wir haben hier traumhafte Verhältnisse, laufen jetzt erstmal hoch auf knapp 0,8, bevor wir dann die erste Abfahrt auf 0,6 runterfahren, um dann später einfach eine geile Abfahrt zu haben und ein bisschen hier die Natur zu genießen. Marcel und ich sind hier unterwegs, haben einen Local Guide, der uns eine Spur legt und wir werden hinterher schießen und dann schauen wir mal, ob wir da rauskommen, wo wir hinwollen. Die erste Steilstufe ist bewältigt. Schauen wir mal, wie weit es noch geht. Also, wir sind hier am ersten Gipfel der Seven Summits des Hunsrück. Hier ist es so abgeschieden, dass sich die Eingeborenen entschieden haben, hier ein Reservoir für prähistorische Lebewesen einzurichten. Ich habe eben da hinten auch schon einen kleinen Stegosaurus gesehen, ein junges. Deswegen müssen wir jetzt direkt weitergehen, weil wo die Kleinen sind, sind auch die Großen. Wir werden uns leise verabschieden und weiterfahren um zum nächsten Gipfel, um hier aus der Gefahrenzone zu kommen. Weiterkommen. Wir haben eben gesehen, dass da ein Baum ins Gehege gefallen ist. Ich habe jetzt noch keine Spuren gesehen, aber wenn die Saurier ausbrechen, will ich nicht mehr hier sein. Oh, also wir sind am nächsten Summit. Der hat oben einen Eisdeckel drauf, heißt, wir sind auf vergletschertem Gebiet. Deswegen, ihr wisst alle, immer einen Ski anbehalten beim Abfällen. Oh, man merkt, ich sink schon ein, aber hier habe ich noch genug Druck drauf. Und somit kann ich hier safe die Fälle runter machen und die nächste Abfahrt in Angriff nehmen. So, jetzt sind wir hier stundenlang hochgelaufen und jetzt seht euch das Elend an. Wir haben nicht präpariert. Jetzt wissen wir gar nicht, wie wir da runterfahren sollen. Schauen wir mal. Wenn nicht, lassen wir die Felle gerade drauf. Wichtig ist auf Skitour, dass man eine ausgewogene Ernährung vollzieht. Deswegen haben wir hier die beiden Energielieferanten Borscht und Fladenbrot und werden jetzt hiermit ein formidables Mittagsmahl genießen, um dann die nächsten Höhenmeter in Angriff nehmen zu können. Hier haben wir ein ganz besonderes Gefahrenmuster und zwar sogenannten Baumtrichter. Wenn man hier zu nah dran fährt, sieht man hier unten, geht es gute 2 Meter rein. Wenn man da Kopf vor reinfällt, Feierabend. Also, stay safe.
dann den Körperschwerpunkt nach vorne bewegen. Wieder halten. Oh, jawohl. Jawohl, jetzt mit Schwung rüber. Gut, gut, gut. Danke, danke, Andreas. Hier sehen wir eine landestypische Behausung. Die Eingeborenen haben mich zu einem traditionellen Tee eingeladen, damit wir hier jetzt den letzten Anstieg noch nach oben gehen können. Ich werde jetzt einfach weitergehen und die Familie in Ruhe lassen. Auf Wiedersehen, vielen Dank. Und wir starten jetzt, dass wir vor der Dunkelheit noch nach Hause kommen. Seven Summits Tour ist echt eine Reise wert, voll geil und weiter geht's. Hier in der Tundra versuchen durchzukommen bis ans Meer. Ja, super fett hier, sogar zu Hause im wilden Wind zurück. Super happy, dass der Holger uns mal besuchen kommt und hier mit uns durch den dicken Winterwald stapft. Blair Witch Project. Wir hoffen, euch hat unser kleines Video zu unserer Expedition hier in den Seven Summits gefallen. Wir haben das schon lange geplant gehabt und haben uns da jetzt echt drauf gefreut, einfach auch mal wieder rauszukommen, aber komplett weg von den Regionen, die man aktuell in den Medien hört, die so überlaufen sind. Also es gibt tatsächlich draußen auch noch Flecken, an denen man sich aufhalten kann, extrem viel Spaß haben kann, in einer coolen Natur und Landschaft zu sein. Ihr habt es ja eben gesehen, wir waren jetzt mit unseren Jobjungs hier unterwegs. Wir schaffen eh schon die ganze Zeit zusammen, seit Anbeginn der Pandemie schon, und sind da die ganze Zeit im Laden schon für euch da und haben gedacht, wir nehmen uns hier heute an dem Baden-Württemberger Feiertag einfach mal einen raus und machen was echt Schönes für uns. Gute News in der ganzen Geschichte ist, wir dürfen ja bald wieder Click und Collect für euch machen. Also stay tuned, dazu werden wir euch auch in den nächsten Tagen noch was zukommen lassen. Und habt noch einen schönen Tag heute. Schaut euch das Video nochmal an, weil es ist echt eine coole Region. Und da wird im Sommer auch von unserer Seite was auf euch zukommen, wo ihr die ganze Region mal unverschneit sehen könnt. Also freut euch auch schon auf den Sommer, wird eine ziemlich coole Geschichte und Daumen drücken, dass dem Winter noch ein bisschen was geht. Und ab auf die Piste!